Jetzt schauen ja auch unsere Videos viele Vertriebler. Der Vertrieb wird auch in Zeiten wie diesen immer härter. Viele sagen, ich habe keinen Bock, irgendwie in Vertrieb zu gehen. Das ist doch alles irgendwie immer schwerer, da Kunden zu akquirieren. Vielleicht so zum Schluss von unserem Interview, was kannst du denn jungen Menschen noch mitgeben? Warum sollen sie in Vertrieb gehen? Was ist da deine Message? Leute, geht mehr in den Vertrieb. Ja, also, ich glaube, Vertrieb ist die Königsdisziplin. Ich bin ja selber über den Vertrieb gekommen. Ich sage immer, der Vertrieb, das ist die Herzpumpe jedes Unternehmens. Denn wenn du nicht Marketing und Vertrieb im Griff hast, da kannst du einpacken heute in der Zeit des Wettbewerbs. Also du hast wirklich ein Produkt mit einem USP, der unnachahmlich, unkopierbar ist. Aber in den meisten Fällen kochen alle Firmen auch nur mit Wasser. Ja. Und dann ist es hinterher eine Frage des Managements, des Marketings, des Vertriebs. Wie erfolgreich ist das Unternehmen? Und da kommen viele andere Faktoren auch dazu. Also ich kann es relativ klar sagen, wie das bei mir gelaufen ist. Bei mir war das ein Prozess, der eigentlich aus der Not geboren war. Ich bin nach dem Abitur mit dem Motorrad durch Afrika gefahren. Ich habe ein Wirtschaftsabitur gemacht in Heidelberg am Willy-Hellbach-Gymnasium, genannt Wirtschaftsgymnasium. Da lernt man dann schon mal als Hauptfach BWL und VWL. Das ist kein Nachteil. Mhm. Ja, man kann auch Altgriechisch lernen. Ob einen das im Leben weiterbringt, weiß ich nicht. Aber BWL hat mich definitiv weitergebracht. Und dann bin ich mit dem Motorrad durch Afrika gefahren, kam ein halbes Jahr später zurück und war pleite. Und ich hatte noch keinen Studienplatz. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht so richtig, was soll ich studieren. Ich habe dann Sport studiert, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Mhm. Aber jetzt musste ich erstmal irgendwie Geld verdienen. Und dann habe ich eine Anzeige gelesen in der Rhein-Neckar Zeitung in Heidelberg. Da stand drin, suche Versicherungsvertreter für die Organisation für Führungs- und Nachwuchskräfte Die Brücke, Hamburg-Mannheimer Versicherung. 3.000 Mark Gehalt. Also was oben drüber stand, habe ich gar nicht gelesen. Aber 3.000 Mark Gehalt war genauso viel Miese hatte ich auf dem Konto. Okay. Und ich dachte mir, das ist ja super, da muss ich nur einen Monat arbeiten und dann bin ich wieder im Plus, ja, oder zumindest im Break-Even. Ja. Das war natürlich ein bisschen naiv. Jedenfalls habe ich da angeheuert, habe auch einen Job bekommen als Versicherungsvertreter und bin ja erstmal richtig gescheitert, weil ich gar nicht wusste, wie man verkauft. Und dann hatte ich einen begnadeten Chef, der hieß Heinz Goger. Und dieser Mann, der hat mir auch den Stolz vermittelt, den man haben muss, wenn man ein aufrechter Vertriebler ist. Und von dem habe ich gelernt, was bedeutet es eigentlich zu verkaufen? Und verkaufen bedeutet, seinen Gegenüber von seinen Vorteilen zu überzeugen. Also was mein Vorteil ist, ist ja klar. Ja. Ich kriege eine Provision, ja. Oder die Firma verdient Geld. Ich stehe in der Liste ganz oben, ja, oder was auch immer. Genau. Aber das interessiert mein Gegenüber nicht. Ja. Mein Gegenüber interessiert sich nur für seinen eigenen Vorteil. Mhm. Und von dem habe ich gelernt, überhaupt erstmal die Fragen, ja. Was wollen Sie? Was kann Ihnen weiterhelfen? Mhm. Wie soll das aussehen? Also diese ganzen W-Fragen. Mhm. Wann soll das passieren? Wie ist denn Ihre weitere Lebensplanung? Und dann findet man schnell heraus, dass man durch Fragen, die man stellt, ein Gespräch führt. Wer fragt, der führt. Mhm. Alte Regel. Man lernt auch rhetorische Kniffe, die Linie eines Gespräches auch beeinflussen zu können, und man lernt am Ende des Tages zu verkaufen. Und ich hatte dann das Glück, dass ich durch diese harte Schule gegangen bin mit vielen Niederlagen und Rückschlägen, dass ich am Ende des Tages ziemlich guter Verkäufer geworden bin, und das war natürlich dann ein riesen Vorteil für mich, dass ich verkaufen konnte, weil ich immer wieder in Situationen gekommen bin, wo es darum ging, meinen Gegenüber von seinen Vorteilen zu überzeugen. Und wenn du das kannst, wenn du ein Gespür entwickelst dafür, was Menschen eigentlich dazu bringt, Ja zu sagen, ja, dann kannst du den eigenen Erfolg auch nicht mehr verhindern. Jetzt hast du ja eine Top-Marke geschaffen mit Jochen Schweizer, hast einen extrem hohen Bekanntheitsgrad, TV-Shows, Höhle der Löwen,
Musst du heute noch verkaufen? Musst du dich noch verkaufen? Also ich musste das ja nie, aber ich wollte es. Das ist ein großer Unterschied. Ich war ja nie in einer Situation, wo ich gezwungen war, irgendwas zu verkaufen, sondern ich habe gerne coole Sachen erlebt und dann habe ich gemerkt, dass andere Leute auch gerne coole Sachen erleben und dass die Art und Weise, wie ich an die Themen rangegangen bin, also Safety first, Quality first, echtes Erleben in den Vordergrund zu stellen, authentische, coole Partner zu finden. Du kannst ja Hundeschlitten fahren, so oder so erleben, ja, je nachdem, an wen du gerätst. Oder ein Fallschirmsprung. Oder eine Wellnessmassage. Da gibt es riesige Unterschiede. Und ich habe ein Qualitätsverständnis. Und hinterher musste ich ja nur noch vermitteln, sie können mir zu Recht vertrauen, weil ich weiß, wovon ich spreche. Und ich habe tatsächlich von den 3000 Erlebnissen, die es auf jochenschweizer.de gibt, wahrscheinlich 1500 selber ausprobiert. Ja. Also zu mehr hat einfach meine Lebenszeit bisher nie ausgereicht. Und das ist ein cooler Job und der macht mir Freude. Und ich war eigentlich nie in der Situation, dass ich jetzt hätte müssen. Ja, ja. Aber ich habe immer gewollt. Ich glaube, also Success is based on creativity in combination with a strong will to perform. Mhm. Also Erfolg fußt auf Kreativität in Verbindung mit dem absoluten Willen, Leistung zu bringen. Wer den Willen hat, Leistung zu bringen und kreativ ist, der braucht kein Glück. Also Pech darf er nicht haben, aber er braucht kein Glück und er wird erfolgreich sein. Tolles Schlusswort. Kreativität gepaart mit dem Willen zu leisten, ist der Weg zum Success. Fand das Interview mit dir sehr inspirierend, toll. Nochmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Jochen. Mal sehen, was wir gemeinsam für Kreativität entwickeln können. Yeah, let's do some revenue. Let's make let's some revenue. Let's do some revenue, genau. Und wenn Sie oder wenn ihr auch mal mit mir unterwegs sein wollt, auch gerne mal in eurem Auto, dann freue ich mich über eine Nachricht. Ja, ich sage für heute vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und wie immer an dieser Stelle, keep on rocking. Danke. Tschüss. Tschüss.